Hi, ich darf euch heute im Namen von der Schwarzwälder Barbecue Sven Hessen und natürlich auch Bruno willkommen heißen zur nächsten Folge der Fleischsprechstunde. Ganz viel Spaß dabei. Diesmal mit welchem Cut, Stefan? Das Flapsteak, Flapmeat oder auch Bavette genannt. Die kleine Schwester, beziehungsweise in dem Fall jetzt eher die große Schwester des Flanksteaks. Wo es genau sitzt, wie es zubereitet, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, da liegt es also, das Flapsteak, wie ihr sehen könnt, ist schon ein imposantes Stück. Also für alle Leute, die sagen, ich hatte doch nur ein Steak, ist es genau das Richtige. Stefan, erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, also von der Textur, von der Art, ähnlich wie ein Flanksteak, nur einen ganz wichtigen Unterschied. Die Fasern laufen im Prinzip quer, nicht längs wie ein Flanksteak. Auch recht grobfaserig, relativ mageres Stück, aber... Ja, geht ganz groß in die ähnliche Richtung wie ein Flanksteak. Und nachdem er so in dem Flanksteak euch ja schon ungefähr die Richtung vorgegeben hat, schauen wir jetzt an Bruno, wo es genau sitzt. So, jetzt gibt es das Flapmeat. Ja, also das Flapmeat ist im vorderen Bereich der Nummer 19 zu finden, in dem Bauchlappen. Und das ist auch wieder so ein Stück, was wie das Flanksteak durch mehrere Schichten verdeckt ist, wo man erstmal sauber rausschneiden muss. Sehr grobfaserig, auch wenig beansprucht. Und ein Mega-Cut für den Grill. So, jetzt wissen wir also, wo das Flapsteak herkommt. Und jetzt wird es einfach nur ein bisschen gesalzen. Wir bereiten es für den Grill vor. Wichtig ist, den Grill ordentlich vorheizen. Im optimalen Fall einen Gussrost. Und dann einfach nur vorher salzen. Wer hinterher salzen möchte, kann das sehr gerne tun. Auf keinen Fall bitte vorher pfeffern. Der Pfeffer würde einfach verbrennen. Und letzten Endes muss man tatsächlich sagen, Salz reicht da schon erstmal vollkommen aus. Wunderbar. Das Fleisch ist vorbereitet und kommt jetzt auf den vorgeheizten Grill. Der Grill ist ordentlich vorgeheizt, beziehungsweise unser Gussrost darin. Und jetzt legen wir das Flapsteak auf. Ihr seht schon, das braucht ein klein wenig Platz auf dem Grill. Und jetzt grillen wir es wirklich mit richtig Power schön scharf an. So, nach knapp 2 Minuten drehen wir es einfach mal um 90 Grad. Also ihr könnt sehen, wir haben schon ein schönes Muster unten drauf. Das wird großartig. So, jetzt wird das Flapsteak mal gedreht. Schaut mal her. Das sieht gut aus. So, das Flapsteak ist jetzt richtig schön angegrillt. Oh ja, guckt mal hier, die andere Seite sieht sogar aus. Das legen wir jetzt noch zum Nachgaren. Jetzt müsstet ihr sonst den Grill auf indirekte Hitze umbauen. Wir lassen es jetzt einfach gerade nachgaren bei 120 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 56 Grad. So, eine knappe Viertelstunde später bei 120 Grad ist unser Flapsteak fertig. Kerntemperatur jetzt 55 Grad, kommt jetzt runter. Wir lassen es noch ganz kurz ruhen und dann schneiden wir es an. So, hier liegt jetzt also unser Flapsteak. Das gilt es jetzt aufzuschneiden. Da auch wieder auf die Laufrichtung der Fasern achten, denn die verlaufen hier so runter. Da empfiehlt es sich also dann ganz einfach, das Ganze in Stücke zu schneiden. Schaut mal her. Und es dann entsprechend gegen die Fleischfaser aufzuschneiden. Also ich mache das jetzt mal hier an dem Stück hier. Wir fangen hier einfach an der Seite und schneiden es dann einfach gegen die Fleischfaser auf. Das macht dann das Kauerlebnis um ein Vielfaches schöner. So, das Fleisch ist angeschnitten. Ganz einfach für euch auch zu sehen, wenn ihr das Fleisch anschneidet. Und wenn die Fleischfasern so verlaufen, wisst ihr, so nicht weiterschneiden, sondern so, eben gegen die Fleischfaser. Dann bekommt ihr dann eben am Ende solche Stücke. Und jetzt haben wir diese Stücke und das bedeutet, wir können sie auch probieren. Stefan, sehr zum Wohl. Guten. Ähnlich wie beim Flanksteak. Ein schöner Biss. Es ist super saftig. Mhm. Es ist mega saftig. Flapsteak ist eine richtig feine Geschichte. Toller Rindfleischgeschmack. Einfach nur ein bisschen Salz drauf. Ihr könntet noch ein bisschen Pfeffer nachreichen. Aber so ist es schon auf jeden Fall ein Erlebnis, das ihr auf jeden Fall mal ausprobieren solltet. Den Link zum Fleisch, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das sehr gerne mal an. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Fleischsprechstunde. Dann wieder mit Stefan und einem neuen Cut. Lasst euch überraschen, ob es dann Rind oder Schwein ist. Schaut einfach gerne vorbei. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen und Stefan von der Schwarzwälder. Zum Wohl. Macht's gut. Macht's gut.